Ich begrüße euch ganz herzlich auch zu diesem Tutorial mit der Baureihe 185 aus Kassel-Würzburg. Um euch einmal ganz kurz zu zeigen, wie man diesen Zug hier aufrüsten kann, diese Lok. Wir stehen hier gerade und warten noch, bis unser Signal umspringt, bis dieser Kollege hier vorbeigefahren ist. Und in der Zeit rüsten wir mal unseren Zug auf. Dazu einmal in die Lok gesprungen. Wir sehen, hier ist noch nichts an, der Hauptschalter ist draußen. Wir haben den Fahrtrichtungswender in Neutralstellung gesetzt und können jetzt den Stromabnehmer heben. Wir sehen, wir haben 15 kV Strom. Und sehen, der Stromabnehmer ist oben. Und zwar auch der hintere, so soll das auch sein. Dann an dieser Stelle der Hauptschalter. So, wir hören, die Lok ist gerade zum Leben erweckt worden. Die Zugsammelschiene schalten wir an dieser Stelle aus, die brauchen wir nämlich nicht. Dann können wir uns einmal hier nach hinten drehen, wir stehen einmal auf, schalten uns LZB, PZB und die SIFA an. Die SIFA lasse ich jetzt erstmal hier aus. Die Zugspitzensignale einmal hier auf Spitzensignale. Wenn man möchte, kann man auch noch das Bremssystem wechseln, den Stromabnehmer kann man hier wechseln. Federspeicherbremse ist auch schon gelöst. Dann setzen wir uns auch wieder. Wir können uns hier die Displays ein bisschen dunkler stellen, damit wir nicht ganz so sehr geblendet werden. So. Geben einmal die Fahrmotoransicht dabei. Das Signal ist gerade umgesprungen. Wir dürfen ausfahren mit 60. Wir können uns auch dafür die AFB einschalten. Das geht hier unten. Hier ist so ein Schalter. Einmal Fahrtrichtungswende in Vorwärtsstellung. Wir haben die mittlere Zughand ausgewählt. Das ist in Ordnung. Stellen uns mal die Spitzensignale. Ja, machen wir mal wirklich das Fernlicht an. Das ist ja schon spät. Ist zwar nicht ganz regelkonform, aber ist okay. Also ist jetzt hier fürs Tutorial, glaube ich, okay. Wir können uns die AFB schon mal auf die 60 hin einstellen. Lösen die Bremsen. Schauen, dass wir auch die direkte Bremse gelöst haben. Und lassen ein wenig Leistung hier aufschalten. Bremsen lösen sich. Wir sehen es hier. So. Langsam Leistung aufschalten, damit die Kupplung nicht auseinanderfliegen. Es dauert, wir sind ein Güterzug, bis sich die Bremsen am kompletten Zug gelöst haben. Das geht nicht sofort. Wir sehen hinten, ja, da werden die Bremsen, glaube ich, noch gelöst. Und dann müssten wir eigentlich jetzt gleich losfahren. Wir können hier schon mal die Pultbeleuchtung uns einstellen. Es strahlt natürlich trotzdem in den Führerstand rein, weil wir gerade unter einer Lampe stehen. Jetzt muss ich doch nochmal vielleicht die Leistung immer runter. Nee, doch nicht. War schon okay so. So. Und jetzt gleich müsste sich die Lok in Bewegung setzen. Wie gesagt, das dauert natürlich einen kleinen Augenblick. Wir haben nämlich einen langen Zug. Hier steht die Zuglänge nicht. So, und die Lok bewegt sich. Was wir auch machen könnten, ist natürlich, dass wir den Sander benutzen, um die Lok zu unterstützen. Und wir stehen schon wieder. Warum stehen wir? Ist das zu viel Leistung? So, genau, jetzt bewegen wir uns wieder. Schön den Sander dazu benutzen.
So. Genau, einmal ins Rollen gekommen. Können uns direkt befreien. Leistung wieder ein bisschen zurücknehmen. Wollen jetzt nicht übertreiben. Und so setzt man die 185 in Gang. Ein wenig schleppend, aber das ist halt eben auch ein Güterzug und kein ICE. Ne? So, und mit diesem Bild hier verlasse ich euch auch. Das war nur ein Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch alles Gute, alles Liebe.